Fjodor Dostojewski, Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Erster Teil. Das Kellerloch. Erster Teil, das Kellerloch. Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein böser Mensch, ein abstoßender Mensch bin ich. Ich glaube, meine Leber ist krank. Übrigens habe ich keinen blassen Dunst von meiner Krankheit und weiß gar nicht mit Sicherheit, was an mir krank ist. Für meine Gesundheit tue ich nichts und habe auch nie etwas dafür getan, obwohl ich vor der Medizin und den Ärzten alle Achtung habe. Zudem bin ich noch äußerst abergläubisch. So weit zum Beispiel, dass ich vor der Medizin alle Achtung habe. Ich bin gebildet genug, um nicht abergläubisch zu sein, aber ich bin abergläubisch. Nein, meine Herrschaften, wenn ich für meine Gesundheit nichts tue, so geschieht das nur aus Bosheit. Sie werden sicher nicht geneigt sein, das zu verstehen. Nun, meine Herrschaften, ich verstehe es aber. Ich kann Ihnen natürlich nicht klar machen, wen ich mit meiner Bosheit ärgern will. Ich weiß auch ganz genau, dass ich nicht einmal den Ärzten dadurch schaden kann, dass ich mich nicht von ihnen behandeln lasse. Ich weiß am allerbesten, dass ich damit einzig und allein mir selbst schade und niemanden sonst. Und dennoch, wenn ich nichts für meine Gesundheit tue, so geschieht es aus Bosheit. Und ist die Leber krank, mag sie noch ärger krank werden. Ich lebe schon lange so. Fast 20 Jahre, jetzt bin ich 40. Früher habe ich gedient, jetzt aber diene ich nicht mehr. Ich war ein boshafter Beamter. Ich war grob und machte mir daraus ein Vergnügen. Ich war unbestechlich, folglich musste ich mich wenigstens dadurch entschädigen. Ja, ein fauler Witz. Aber ich streiche ihn nicht aus. Ja. Ich schreibe ihn hin in dem Glauben, er würde sich sehr geistreich ausnehmen. Aber jetzt, da ich sehe, dass ich mit diesem Witz nur erbärmlich angeben wollte, jetzt streiche ich ihn erst recht nicht aus. Wenn sich den Pult, an dem ich saß, Bittsteller mit Anfragen näherten, fuhr ich sie an und empfand tiefste Genugtuung, wenn es mir gelang, jemanden einzuschüchtern. Und das gelang fast immer. Meistens war das ein recht schüchternes Volk, eben Bittsteller. Unter den 30. gab es einen Offizier, den ich nicht ausstehen konnte. Er wollte sich nicht ergeben und rasselte geradezu widerwärtig mit seinem Säbel. Dieses Säbels wegen habe ich mit ihm anderthalb Jahre Krieg geführt. Schließlich war der Sieg mein. Er unterließ das Rasseln. Aber das war noch in meiner Jugend. Wissen Sie auch, meine Herrschaften, worin gerade der Hauptgrund meiner Bosheit lag? Ja, das war es ja. Darin lag ja die größte Gemeinheit, dass ich in jeder Minute, selbst im Augenblick der galligsten Wut, mir schmählich eingestehen musste, dass ich nicht nur kein böser, sondern nicht einmal ein boshafter Mensch bin. Dass ich mit Kanonen auf Spatzen schieße und darin mein Vergnügen suche. Schaum steht mir vor dem Munde, aber bringt mir irgendein Püppchen, gib mir ein Tässchen Tee mit Zucker und ich werde mich höchstwahrscheinlich besänftigen. Ich werde gerührt sein. Wenn ich mich auch nachher wahrscheinlich selbst zerfleischen und vor Scham monatelang in Schlaflosigkeit leiden werde, ja, das ist nun mal meine Art. Übrigens habe ich mich vorhin verleumdet, als ich sagte, dass ich ein boshafter Beamter sei. Aus Bosheit habe ich gelogen. Ich habe nur Mutwillen getrieben, sowohl mit den Bittstellern als auch mit dem Offizier. In Wirklichkeit konnte ich niemals böse werden. In jedem Augenblick war ich mir vieler widersprechender Regungen bewusst. Ich fühlte sie nur so wimmeln in mir, diese widersprechenden Regungen. Ich wusste, dass sie ein ganzes Leben lang in mir wimmelten und aus mir heraus wollten, aber ich ließ sie nicht heraus. Ich ließ sie nicht heraus. Absichtlich ließ ich sie nicht heraus. Sie quälten mich bis zur Scham, sie brachten mich bis zu Krämpfen und ich wurde sie schließlich leicht maßlos leid. Glauben Sie, meine Herrschaften, dass ich jetzt etwa irgendetwas bereue vor Ihnen? Dass ich für irgendetwas Ihre Verzeihung erbitte? Ich bin überzeugt, dass Sie das glauben. Doch
Übrigens, ich versichere Sie, mir ist es ganz gleich, was Sie da glauben. Nicht nur, dass ich es nicht fertig brachte, böse zu werden, ich brachte es nicht einmal fertig, überhaupt etwas zu werden. Weder böse noch gut, weder Schuft noch Ehrenmann, weder Held noch Insekt. Ja. Jetzt frisst ich die Tage in meinem Winkel, indem ich mich selbst mit den böswilligen und zugleich sinnlosen Trost aufstachle, dass ein kluger Mensch ernsthaft überhaupt nie etwas werden kann und nur ein Dummkopf etwas wird. Ja, der Mensch des 19. Jahrhunderts muss, er ist dazu gerade moralisch verpflichtet, ein im Großen und Ganzen charakterloses Wesen sein. Dagegen ist ein charakterfester Mensch, ein Tatmensch, ein im Großen und Ganzen beschränktes Wesen. Dies ist meine 40-jährige Überzeugung. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Und 40 Jahre, das ist doch das ganze Leben. Das ist das äußerste Alter. Länger als 40 Jahre leben ist unanständig, trivial, unsittlich. Wer lebt denn noch über 40 Jahre? Antworten Sie mir aufrichtig und ehrlich. Ich kann Ihnen sagen, wer über 40 Jahre lebt, Dummköpfe und Spitzbuben. Ich will das allen Greisen ins Gesicht sagen, all diesen ehrwürdigen Greisen, all diesen silberhaarigen, parfümierten Greisen. Ich sage es der ganzen Welt ins Gesicht. Ich habe das Recht, so zu sprechen, weil ich selbst über 60 leben werde. Bis 70 werde ich leben. Nein, bis 80 werde ich leben. Warten Sie. Lassen Sie mich atmen. Sie glauben wahrscheinlich, meine Herrschaften, dass ich Sie zum Lachen bringen möchte. Aber auch darin irren Sie sich. Ich bin durchaus kein so lustiger Mensch, wie es Ihnen vorkommt oder wie es Ihnen vielleicht vorkommt. Sollten Sie aber verärgert durch dieses Geschwätz, ich spüre ja, dass Sie verärgert sind, auf den Gedanken kommen, mich zu fragen, wer ich denn eigentlich sei, so werde ich Ihnen antworten, ich bin Kollegienassessor. Ich diente, um nicht zu verhungern, einzig aus diesem Grund. Und als im vorigen Jahr ein entfernter Verwandter mir testamentarisch 6.000 Rubel hinterließ, nahm ich sofort meinen Abschied und ließ mich hier in meinem Winkel nieder. Ich habe schon früher in diesem Winkel gelebt, jetzt aber ließ ich mich in diesem Winkel nieder. Mein Zimmer ist ein elendes, scheußliches Loch am Rande der Stadt. Meine Aufwartefrau, ein Bauernweib, alt, vor lauter Dummheit böse und zudem noch unanständig, unausstehlich riechend. Man sagt mir, das Petersburger Klima sei mir schädlich und Petersburg für meine kümmerlichen Mittel viel zu teuer. Ich weiß das alles ganz genau, besser als diese erfahrenen und überklugen Ratgeber und Kopfnicker. Aber ich bleibe in Petersburg. Ich werde Petersburg nicht verlassen. Ich werde es nicht verlassen, weil es ist doch vollkommen gleichgültig, ob ich es nun verlasse oder nicht verlassen werde. Ach, übrigens. Worüber kann ein anständiger Mensch mit dem größten Vergnügen reden? Antwort: über sich selbst. Also werde auch ich über mich selbst reden.